Die Industrie- und Handelskammer lädt zum 25. Mal junge Menschen auf der Berufssuche zu sich ein. Auf der Berufsfindungsmesse haben Sie die Möglichkeit, sich darüber zu informieren, welche Bereiche und Themen für Sie in Frage kommen. Dazu haben Unternehmen und Betriebe Stände aufgebaut und sind auf zahlreiche Jugendliche, junge Erwachsene und Interessierte vorbereitet. Erstmal haben wir fast 60 Ausbilder, so viel hatten wir noch nie. Neu ist, dass wir den alten Markt mit einbezogen haben und so konnten wir es gerade der Logistik- und Baubranche ermöglichen, mit ihren großen LKWs und Baggern hier anzureisen und auch den Jugendlichen draußen schon zu erklären, was es für interessante Berufe gerade in diesen Tätigkeitsfeldern gibt. Vor der IHK finden sich gleich mehrere Eyecatcher. Also ich denke mal, Bauen hat immer Zukunft. Ja, viele Sachen werden digitalisiert und wird es vielleicht auch in naher Zukunft gar nicht mehr geben. Bestimmte Berufe werden aussterben, aber ich glaube nicht, dass es irgendwann ein Computer schafft, eine Straße zu bauen oder eine Brücke zu sanieren. Und dann denke ich immer, wir sind wirklich wir sind ein Arbeitgeber mit Zukunft. Eine Kurzanleitung zum Lkw-Fahren gehört auch dazu. Dass neben Kaffeemaschine und Radio auch noch weitere technische Geräte verbaut sind, wurde bei Höfelmann Logistik direkt auf dem Fahrersitz erklärt. Auch bei der MVB kommt die Modernisierung nicht zu kurz. Mit auf der Messe eine E-Schwalbe. Das gute Stück ist hier, das wollen wir so ein bisschen als Blickfang, als Magnet nutzen. Wir haben das vor ein paar Jahren als Azubi-Projekt ins Leben gerufen, um einfach mal zu zeigen, dass wir halt auch ein bisschen außerhalb des Rahmensplans, den wir erfüllen müssen als Ausbildungsbetrieb, auch ein bisschen was mal mit den Azubis machen, was auch besonders ist, Spaß macht. Was allen Unternehmen gleich ist, ist die Suche nach neuen Auszubildenden. Wir sind ja eigentlich von Anfang an schon mit dabei. Ja, wir suchen halt immer wieder Nachwuchs. Wir haben technische Ausbildungsberufe und es ist halt für uns auch ein gutes Einzugsgebiet. Magdeburg ist ja nicht weit weg von Zielitz. Und wir müssen halt uns hier präsentieren und wir suchen halt hier händeringend junges Personal. Bei einigen Ständen wird spezielle Technik genutzt, um die verschiedenen Facetten der Ausbildungsberufe zu erklären. Bei der Bergbautechnologe, ja, den kann man eigentlich nur live unter Tage so richtig sehen. Und da haben wir halt eine VR-Brille mit diesem Beruf, ja, dass man halt eine kleine Grubenfahrt machen kann und dort wird entsprechend der Bergbautechnologe näher gebracht. In den Sälen herrscht dichtes Gedränge. Vom Backwerk bis zur Informationstechnik. Ich möchte gern Chemielaborant werden. Das Angebot ist vielfältig und so auch das Interesse der Besucherinnen und Besucher. Vor allem das Gespräch mit Azubis hilft bei der Einschätzung, ob ein Beruf passt oder nicht. Die Resonanz bei den Besucherinnen und Besuchern ist durchgängig positiv. Dass man darüber sich nochmal informieren kann, was hier so halt, damit man weiß, wo was ist, zum Beispiel Berufsschule. Oder halt, wann man sich bewerben muss. Eigentlich ganz cool. Das ist mal, damit man, falls man es noch nicht weiß, dass man was findet. Und hier gibt es ja genug Auswahl. Finde ich ganz cool. Tatsächlich habe ich meine Ausbildung schon, aber man kann trotzdem immer mal gucken, ob man vielleicht noch was anderes findet, was interessant klingt. Damit ich gucke, was für Berufe es gibt, dass man alles machen muss und ich auch weiß, wo meine Reise hingeht. Als digitales Tool bietet die IHK seit neuestem eine Suchplattform an. Über alle Berufe hinweg, egal ob Handwerk, Pflege, Landwirtschaft, Rechtsanwalt oder Industrie- und Handelskammer. Hier können interessierte Jugendliche, Schüler, Eltern wirklich übergreifend nach Praktika und Ausbildungsplätzen suchen. Ganz neu, eine Adresse halloberuf.de und dann geht's los. Mit Veranstaltungen wie der Berufsfindungsmesse erleichtert die IHK Jugendlichen und Berufssuchenden die Kommunikation mit Unternehmen der Region. Wir hoffen auch, ganz viele Besucher und ganz viele Jugendliche nutzen diese Chance und informieren sich hier über ihren Traumberuf.